Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Tramsim. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wie auch in der letzten Woche, gab es auch in dieser Woche, also jetzt für euch vergangene Woche, ein neues Update für den Tramsim. Mittlerweile sind wir jetzt in der Version 1.0.4 und genauso wie in der letzten Woche machen wir das Ganze. Wir gehen das Ganze hier in einer kleinen Fahrt einfach mal so ein bisschen durch, was sich jetzt alles so verändert hat in der neuen Version. Und wir haben natürlich auch ein neues Repaint, wie ihr unschwer sehen könnt. Dementsprechend kann man mal hier mal so ein bisschen zu durchgehen. Polizei ist das aktuelle Repaint. Letzten hatten wir den Almdudler und hier gab es ein weiteres neues Repaint mit Polizei. Sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Ich weiß nicht, so eine Polizeistraßenbahn, warum mal nicht, ne? Das ist mal ein bisschen was anderes. Aber sonst hier hinten hat sich natürlich jetzt nicht wirklich viel getan. Also man merkt schon, ne, das flackert hier auch so ein bisschen. Also gibt es da scheinbar noch ein paar Probleme. Wahrscheinlich hat er nicht alles komplett übernommen. Kann aber natürlich auch wieder sein, dass in der neuen Version ja wieder irgendwas passiert ist, dass das Ganze wieder mal repaints-technisch jetzt nicht alles wieder so IA umgesetzt werden muss und wahrscheinlich wieder neu abgespeichert werden muss und so weiter und so fort. Also hier immer ein bisschen Geduld haben, wenn ihr euch Repaints runterladet, denn dementsprechend drauf ein bisschen achten, was im Discord so steht. Das kann sein, wie gesagt, dass ihr dort die Repaints dann nochmal neu überarbeiten müsst und nochmal neu hochladen müsst und die Leute, die sich das runtergeladen haben, eventuell nochmal neu runterladen müssen. So ist das Ganze. Man könnte hier so ein bisschen davon sprechen, so Early Access, ja, immer mal so ein bisschen Veränderung und dementsprechend muss der Benutzer das immer so ein bisschen ausbügeln. Ja, geht halt nicht anders, ne? Also wenn man halt Fehler findet, ja, und man sie halt schnell korrigieren möchte, dann muss man natürlich da ein bisschen in den sauren Apfel beißen und das Ganze halt, ja, sich nochmal neu runterladen. Wir reden jetzt hier nicht von 20, 30 Gigabyte, sondern wir reden hier einfach mal von 5 bis 10 MB. Ja, also das sollte in der heutigen Zeit eigentlich kein großes Drama mehr sein. So, ich würde aber sagen, wir fahren mal hier los. Wir fahren mal hier vor und holen mal hier unsere Fahrgäste ab. Ich weiß gar nicht, noch stehen wir jetzt hier. Ziehen wir ein bisschen vor, 2,5 Minuten haben wir noch. Ja, es ruckelt schon wieder so ein bisschen. Naja, das ist halt, weiß ich noch nicht, warum das so immer wieder ist, dass das ja immer wieder mal so ein bisschen ruckelt. Nehmt's mir da bitte nicht übel, aber einfach mal hier so einen zweiten Rechner hier hinstellen, nur für die Aufnahme, fände ich jetzt noch ein bisschen zu überzogen, ja. So, weil das Ding ist, bei mir läuft's halt wirklich top, ja. Und jetzt extra die Grafik jetzt deswegen so ein bisschen einstellen, finde ich jetzt ja auch ein bisschen unschön. Also, okay, kommen wir mal wieder zum Thema des Themas. Und zwar natürlich der neuen Version, die jetzt ja nun erhältlich ist. Wie gesagt, Steam ladet das Ganze automatisch runter. Ich glaube, das waren so um die 300 MB oder sowas, die ihr hier runterladet. Unter anderem, ja, pünktlich zum Wochenende, so schrieb man das Ganze halt auf Steam. Ja, also sollte bei euch jetzt schon ein paar Tage alt sein. Die Aufhängung der schwebenden Wagenteile wurde komplett überarbeitet. Somit deformieren sich die Straßenbahnen endlich nicht mehr und ist aber bekannt, dass die Lösung noch nicht zu 100% perfekt ist in Bezug auf Abstand zwischen den Wagenteilen. Daran arbeiten wir noch weiter. So, wie gesagt, steht es dort drin. Es wurde nun eine vollständige Controller-Unterstützung implementiert. Bitte kontrolliere, ob nach dem Update die Achsen für Beschleunigung und Bremsen richtig zugeordnet ist und weise sie neu zu, wenn nötig. Wir haben das Sichtfeld FOV, also dieses Field of View, haben wir für Fahrerperspektive, kann jetzt eingestellt werden. Das ist besonders hilfreich für sehr breite Auflösungen, zum Beispiel wenn das Spiel über 2 oder 3 Monitore mittels Nvidia Surround gestreckt wird. Also haben wir jetzt hier auch nochmal so ein bisschen was drin. Ich muss mal ganz kurz mal ins Pausenmenü, damit ich mal so ein bisschen runterscrollen kann. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier noch drin die Ansagefortschaltung für Rathausplatz, Burgtheater nach Haltestelle Schottentor Richtung Stefan-Fahninger-Platz. Funktioniert jetzt wieder richtig. Scheinbar gab es da in der letzten Version irgendwie einen kleinen Fehler. Die Türkontrollleuchten funktionieren richtig und leuchten so lange, bis alle Türen geschlossen sind. Da können wir mal versuchen, drauf zu achten. Jetzt in der Folge: Autos bleiben bei der Haltestelle Meierhofgasse Richtung Stefan-Fahninger-Platz bei Rot nun richtig stehen.
Bugfix für Steam VR-kompatible Headsets, zum Beispiel HTC Vive VR-Modus, funktioniert somit jetzt auch mit der HTC Vive. Die war scheinbar exklusiv aktuell nur für Oculus Rift. Jetzt geht es aber auch für HTC Vive. Also solltet ihr die Valve-Dings haben, dann könnt ihr das ab sofort jetzt auch benutzen. In Tramsim. Tooltips im Einstellungsmenü wurden jetzt hinzugefügt. Also auch da kann man sich jetzt ein bisschen was hinzufügen lassen. Wir werden mal hier ein bisschen fahren. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Es ruckelt aber schon sehr doll, finde ich. Ich sehe das gerade. Ja, der Codierer ist auch echt überlastet. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es nicht sagen. Ja, also. Es tut mir leid, ja, wenn ihr jetzt hier so ein leicht ruckelndes Bild habt. Ich muss da mal echt mal gucken, wie man das echt besser machen kann. Ich glaube, bei anderen funktioniert es ja auch, ja. Jetzt, wenn man nochmal gucken kann, ist nochmal gleich in die Auflösung. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, ich habe gelesen, 1920. Weil jetzt geht's. Das müssen irgendwie die Bäume sein oder sowas. Also wenn du aus den Bäumen dann raus bist, dann, ja. So. Dann hört das auf zu ruckeln. Ich gehe mal nochmal ganz kurz hier. Achso, nee, das kann man so machen. So, genau, also was haben wir noch? Die Tooltips hatten wir. Diverse kleine Bugs im UI-Menü wurden behoben. Teilweise schwer anklickbare Buttons oben im Pausemenü im Spiel wurden jetzt korrigiert. Na ja, toll. Jetzt, wo ich sie gerade verriegelt hatte. Na denn. Er braucht ein bisschen länger mit dem Anfahren jetzt. Ne? Wirkt ein bisschen realistischer. Zieht nicht mehr so ab wie so eine Rakete. Löwengasse. Umsteigen zu 4A. Fühlt sich auf jeden Fall jetzt deutlich realistischer an. So. So, der rechte Blinker beim letzten Wagenteil schaltet jetzt korrekt ab. Und Kollision für Tür 6 bei Flex City hinzugefügt, sodass Ein- und Aussteigen bei geschlossenen Türen nicht mehr möglich ist. Was es alles für Kuriositäten gab jetzt hier, so Bugfix-technisch. Ja? Also das ist ja schon ein bisschen traurig. So, Map-Updates. Haltepunkt bei Haltestelle Volkstheater Richtung Stefan-Fadinger Platz angepasst. Der Haltepunkt bei Haltestelle Parlament Richtung Prater angepasst. Und KI-Autoverkehr zwischen Julius-Rath-Platz und Prater hinzugefügt. Da fehlten wohl ja, komplette Fahrwege. Und hier gibt es noch einen Hinweis. Tramsim startet jetzt standardmäßig nicht mehr im VR-Modus. Kann ich bestätigen. Meine Oculus-Software ist diesmal geschlossen geblieben. Beim Starten von Tramsim über den Play-Button in Steam kann der VR-Modus jetzt ausgewählt werden. Also dementsprechend müsst ihr jetzt, wenn ihr jetzt mit VR spielen wollt, am Anfang, wenn ihr das über Steam startet, ganz normal auswählen, ob ihr ohne VR oder mit VR spielen wollt. Finde ich eine ganz coole Sache, dass man das jetzt endlich hinzugefügt hat. Es ist immer ein bisschen lästig, ja, das ist jedes Mal das Gleiche, weil das zieht natürlich auch die Performance, wenn die Oculus-Software die ganze Zeit mitläuft halt, ja. Beim Busbetriebssimulator genau das gleiche Problem. Ja? Dadurch, dass das Ganze mit der Unreal Engine ist und die wahrscheinlich da irgendwie mal gedacht hatten, dass man da so einen VR-Modus drin haben möchte, ja, weiß ich nicht, haben wir da einen VR-Modus drin. So geht das. Ich habe da geblinkt hier. Habe ich nicht. So. Und dann geht's weiter. So, und sonst, ja, wünschen Sie noch ein schönes Wochenende. Mal gucken, ob wir nächste Mal wieder mehr zu berichten haben nächste Woche. Aber ihr seht, ja, so stelle ich mir das Ganze vor, wenn man natürlich Fehler findet. Danke, ich dachte, der fährt jetzt hier einfach weiter.
dass man das halt wirklich dann so auch zielstrebig dann immer weiter ausbessert, ja. Funktioniert aktuell mit Tramsim wirklich toll. Wie gesagt, wöchentlich ein Update und wöchentlich gibt es wirklich immer mehr Verbesserungen. Und dadurch, ja, ist natürlich der holprige Start, den man hier am Tag gelegt hat, ja, eigentlich verzeihbar, kann man sagen. Klar, man muss auch mal so ein bisschen gucken. Ne, man hätte ja das Ganze auch als Early Access oder sowas vorher anbieten können. Aber ich meine, wie gesagt, ich glaube, das Thema hatten wir jetzt schon so oft mal angesprochen. Ja, welches Spiel bitte kommt raus und läuft gleich von vornherein perfekt. Ich glaube, das sind so, so wenige Titel. Das schaffen nicht mal AAA-Titel. Ja, also von AAA-Titeln rede ich hier große Marken von EA Games oder sonst irgendwie was. Ja, nicht jetzt hier so verstehen wir. Wie gesagt, nicht mal die schaffen das halt so zu 100%. Und von daher. Radetzkyplatz. Umsteigen zu O. In Richtung Bratstern. Ah ja, es ist belebter jetzt hier, ne? Guckt euch doch mal das an, ne? Also habe ich gar nicht so eine Erinnerung. Straßenbahn fahren jetzt auch schön. Ah, mal gucken, ob die jetzt hier weiterfahren. Oder ob die jetzt hier wieder stehen bleiben. Oh, sie fahren sogar weiter. Cool. Also wir müssen nicht mehr die Fahrzeuge andütschen, damit sie wegspawnen und wir dann weiterfahren können. Das ist natürlich schon richtig nice. Oh, habt ihr das gehört? Nee, okay, ich dachte. Die Autos haben ganz leicht einen Fahrsound bekommen. Kann natürlich auch Einbildung sein. Aber ich bin der Meinung, dass ich gerade so ein bisschen Fahrsound gehört habe. Interessant. Stand davon nichts drin. Nee, aber ihr seht, also es wird gemacht hier. Wie gesagt, teilweise denke ich mir mal so, oh Mann, warum schafft es Tramsim und Lotus nicht? Ja, komm, das wäre doch halt wirklich schon schön, immer mal so zu wissen, wenn immer noch mal so ein kleines Update kommt und das Ganze dann irgendwie so ein bisschen updated halt, ne? Damit du halt wirklich halt das Gefühl hast, der Entwickler, dem ist es nicht egal, ja, der verkauft das nur und dann ist fertig. Sondern der sitzt hier dran und will das Ding halt auch wirklich erfolgreich bringen, ja. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu? Also wenn man in Richtung Ratsstraße sich hier noch an den Anfang erinnern kann, wo wir damals so im Stream hier so durchgefahren sind, das war tot, denn hier war nichts, es ist keine andere Tram, keine Fahrzeuge oder sonst irgendwas, hier tobt schon ein bisschen. Oh, hier glitschen natürlich auch Menschen halt, jetzt ist wieder ein bisschen zu viel hier von dem Guten, aber so im Großen und Ganzen läuft das. Sehr, sehr nice. Also da gibt es ein riesen Lob von mir an Tramsim, ja, also an View App, dass die halt da wirklich so schnell hinterher sind und das Ganze jetzt fixen. Ich meine, 3 Wochen ist er jetzt da draußen, 4 Wochen, knapp einen Monat oder irgendwie sowas ist er jetzt. Und ja, wie gesagt, wir hatten anfangs halt Schwierigkeiten, aber jetzt in der Zeit so schließen sich die ganzen Lücken so Stück für Stück. Und wie es ja auch mit dem Gelenk war, was wir ja auch in der Folge hatten bei uns, ist man natürlich da auch dran, das Ganze halt wirklich auszumerzen und auszubessern. So, jetzt ist hier, diesmal fahre ich hier nicht falsch, ja, Keule? Nicht mit mir. So. Machen wir mal hier so richtig schön Repaint, jetzt hier mit der Polizei. Oh. Polizei, so. Das flackert halt so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Ja, wie gesagt, da wird wahrscheinlich irgendwas mit der Textur leider ein bisschen kaputt sein. Wahrscheinlich. Ja, klar. Sie haben ja was an den Gelenken gemacht. Also dementsprechend können natürlich die Repaints dann nicht mehr funktionieren. Jetzt natürlich. Jetzt, wenn man mal so drüber nachdenkt, ergibt es auch Sinn. Ich finde auch, der beschleunigt nicht mehr so extrem hart wie jetzt noch in der Anfangsversion. Finde ich cool, ja. Das fühlt sich halt dadurch mega realistisch dann halt auch noch an.
fühlt sich halt mal an, als ob das ein schweres Gerät ist, was die Maschine gerade bewegen muss, so, weißt du? Das war ja irgendwie in den ersten und Folgen und sowas. Ja, weil als ob du Papier anschiebst, so, weißt du? Oh, jetzt haben wir auch noch wieder gesperrtes Signal jetzt hier bekommen. Großartig. Ja, aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare posten. Ist euch in dem Update auch noch sonst irgendwas aufgefallen? Dann, wie gesagt, nutzt dazu gerne die Funktion. Ja, vielleicht ist mir ja noch was entgangen oder irgendwas hat man vielleicht nicht dokumentiert. Ja, denn, wie gesagt, hier sind ja sonst auch immer diese Peoples hier mal rumgelaufen, hier über die Schienen oder sowas. Ich weiß nicht, ist das mittlerweile besser geworden? Oder wie, ja, was ist euch hier noch so aufgefallen? Dann, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare damit. Also auf jeden Fall kommt Tramsen mittlerweile dahin, glaube, wo sie jetzt langsam hin wollten. Oder wo sie auch von Anfang an wahrscheinlich schon immer hin wollten. Hat nur nicht so funktioniert, wie sie sich das gedacht hatten. Aber sie sind definitiv, denke mal, spreche ich für uns alle, auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Was anfangs wirklich noch so ausgesehen hatte, oh mein Gott, der nächste Flop steht an. Ich glaube, das kann ich jetzt mittlerweile langsam aber sicher sagen, da sind wir schon wieder weg von. Und das halt einfach nur durch kleinere Updates, ja, die das Ganze halt, was natürlich eine Heidenarbeit für die ganzen Kollegen und so sind, ne, die da auf jeden Fall jetzt dran, wahrscheinlich Tag und Nacht jetzt wahrscheinlich arbeiten werden, um die ganzen Updates hier zu fixen. Darf man halt auch mal nicht vergessen, ne, das ist halt alles nicht ganz so einfach alles. Aber, wie gesagt, auf einem sehr guten Weg dorthin sind wir. Bin ich mal gespannt, was uns denn das nächste Update erwartet. Wie gesagt, so kleinere Funktionen wie hier zum Beispiel das Rollo, Fenster aufmachen oder irgendwie sowas. So jetzt müsste so langsam aber sicher dann so die kleineren Details kommen, die das Ganze nochmal so ein bisschen realistischer nochmal darstellen lassen. Aber sie sind ja gerade auch noch dabei, jetzt halt an der neuen Straßenbahn, die sie jetzt ja arbeiten. Ja, da kommt ja auch noch was. Hat man ja auch schon angekündigt gehabt. Also wie gesagt, View-App arbeitet weiterhin mit Hochdruck an Tramsim. Und das finden wir schon relativ schau. Leute, das war's wieder von der heutigen Folge hier von Tramsim. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns eventuell nächste Woche schon wieder, wenn es wieder ein neues Update gibt. Oder aber vielleicht einfach mal nur, um ein neues Repaint zu zeigen. Würde ich mich mega freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.